In der dänischen Ortschaft Slettestrand starten wir unsere Reise in diesem Video, zu dem wir euch wieder recht herzlich begrüßen. Erste Station wird eine der vorbildlich zur Verfügung gestellten V&E-Stationen in Dänemark sein, und zwar in Hanstholm. Wir fahren dann die schmale Landzunge entlang nach Typeron, Thorsminde bis nach Ringkøbing. Die Weiterfahrt geht dann zum Leuchtturm nach Blåvand und anschließend zur beliebtesten Insel Dänemarks und im unendlichen Strand nach Rømø. Nach dem Intro wird erstmal entsorgt und dann geht's gleich los. Wir wünschen wieder gute Unterhaltung. In der Regel versuchen wir immer frei zu stehen und das bringt oft Probleme bei der Ver- und Entsorgung mit sich. Eine Möglichkeit ist, einen Campingplatz anzufahren und zu fragen, ob man gegen eine Gebühr entsorgen darf. Eine andere ist aber auch, bei der App Park4Night nachzusehen, ob solch eine Gelegenheit angeboten wird. Wenn man dieses Symbol findet, dann existiert auch eine Entsorgungsmöglichkeit und hier in Hanstholm fanden wir eine ganz vorbildliche V&E-Station, die wir euch hier ganz kurz zeigen. Frisch versorgt machten wir uns auf den Weg zu den Sandskulpturen in Ringkøbing. Aber wir wollten nicht die einfachste oder schnellste Route wählen, sondern wir wollten über diesen Damm bei Typeron. Zeit für die Frau, ich fahre und wenn es dann ans Zahlen geht, dann würde ich laufen. Hast du auch deine Kreditkarte oder meine dabei? Ja, ich bin nur zum Fahren, zum Entsorgen und zum Bezahlen da. Also echt. Fällt dir wieder nichts dazu ein, ja? Nein, da fällt einem nichts mehr ein. Weil ich recht habe. Ah, ja. Ganz bestimmt. Überraschend kommt da eine Fähre und keine Brücke ist es eine Fähre. Wir danken für den Einkauf. Sicherheit an Bord. So, dann schauen wir noch mal, ob wir was kriegen für das Geld. Hat alles geklappt? Du musst leider ins Klo gehen. Ich habe nur mit dem Fahrer bezahlt. Das
Das ist allerdings nicht so toll. Was Aber denkst du? Reittun-Schwimmer möchte ich auch nicht. Heute ist etwas sehr nebelig. Ich glaube, nicht so toll. Dann versteck dich hinten. Und wie lang müssen wir jetzt noch warten, bis überhaupt ein Schiff kommt? Das war nicht gestanden, da war nur gestanden, was wir zahlen müssen. Okay. Bitte sehr. Danke. Und die Karre. Gold. Ja, man braucht ja nichts für bezahlen, man braucht nur eine Karte. Ja, genau. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, was wir bezahlt haben. Wir haben bezahlt inklusive Ussi. Ohne wäre es billiger gewesen. 270 dänische Krone. Und 270 dänische Kronen sind circa 40 40 Euro. Euro. Naja, jetzt schauen wir mal. Und ist ja auch wieder was Nettes, Fährefahrer oder Schifffahrer. Mal schauen, was überhaupt kommt, ob das Fähre oder Schiff ist. Fähre. Fähre. Aber Fähre ist auch ein Schiff. Immer diese Haarspalterei. Kurz hinter Tiburon erwartete uns gleich der nächste Damm. So näherten wir uns immer weiter unserem Ziel Richtung Sandvík bzw. Ringkøbing. Wie ihr sehen könnt, war auf der ganzen Strecke von der Nordsee nicht viel zu sehen. Sie war eben verdeckt durch diese große, lange gezogene Düne. Ursi meinte, wir sollten mal kurz anhalten und schauen, ob die Nordsee überhaupt noch da ist. So oft, wie ich jetzt schon auf die Dünen geklettert bin, um nur um die Nordsee zu sehen, also das ist schon enorm. Also hier seht ihr die Nordsee und wenn ich jetzt hier einen Schwenk über die Dünen mache, dann ist hier ein Fjord und genau unterhalb von den Dünen, da geht die Straße und da unter, da steht der Gustl. Hier der rechte, das ist der Gustl. Bin wie natürlich wie üblich, ist man hier nirgends alleine. Ich hoffe, ihr habt überhaupt etwas verstanden, denn der Wind bläst. Wie das halt so mit deiner Düne ist, werde ich jetzt halt mehr
runterrutschen als runterlaufen. Eine kleine Enttäuschung erlebten wir dann bei den Sandskulpturen von der Ecke Ringkobing. Wir erwarteten eigentlich einen Strand voller Skulpturen, aber es war nur ein kleiner Platz, so verbaut. Dennoch, wenn wir schon hergefahren sind, wollen wir uns das natürlich auch ansehen. Das ist Künstlerpech. Als wir angekommen sind, wurde uns mitgeteilt, dass der Skulpturenpark in 10 Minuten schließt und wir somit nicht mehr reingehen können. Wir wählten dann einen Platz gegenüber des Skulpturenparkes, begnügten uns mit einem Überflug und setzten am nächsten Tag unsere Reise fort. Als wir in Plafond angekommen sind, lockte uns eigentlich nur der Leuchtturm. Wir merkten aber sehr schnell, dass wir hier schon im deutlich touristischeren Teil Dänemarks angekommen sind.
Also ich stehe jetzt hier vor dem Blæv-Land-Leuchtturm und das soll der westlichste Punkt Dänemarks sein. Auf den Turm gehe ich jetzt nicht, da er Eintritt kostet und ich habe meine Kreditkarte im Gustl vergessen. Deshalb bin ich jetzt einfach mal wieder auf eine Düne, die es hier ja zuhauf hat. Und hier gibt es genauso einen schönen Überblick. Es ist schön hier. Kann man also nichts sagen. Der Strand, wie überall hier in Dänemark, sehr, sehr breit. Und ja, die Nordsee ist schon ein wenig ruhig. Also es gibt ein paar Wellen. Einfach schön. Es ist wirklich schön hier. Ja, und überall sieht man hier Reste von Bunker, also von einer nicht so schönen Zeit, die hoffentlich für immer vorbei ist. Das wäre hier sonst eine wunderschöne Idylle. Was sehe ich denn da? Die Häuser sind ja im Sand. Die von der Düne verschluckt wurden. So wie das Meer meine Spuren im Sand verwischt, so sollen diese halben Häuser im Sand hinter mir die Vergänglichkeit und die Veränderungen der Erde darstellen. Das Leben ist immer nur Veränderung. Das ganze Leben. Und deshalb genieße mal jetzt diesen Augenblick hier. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo denn der Helle abgeblieben ist, also ihm geht es jetzt im Moment nicht ganz so gut und das Dünenklettern, das ist sowieso nicht so ganz sein Ding. Er wird es also auch erst im Video sehen, wie schön es an der Nordsee ist. Nach dem Besuch des westlichsten Punktes Dänemarks, nämlich dem Leuchtturm von Blæv-Land, fuhren wir weiter auf den nächsten Damm. Dieser Damm verbindet das Festland mit der beliebten Urlaubsinsel Röhm.
sind wir hier gelandet. Auf Römel. Also, wir sind jetzt hierher gekommen. Eigentlich wussten wir gar nicht so richtig, was uns hier erwartet. Aber weil gefühlt alle Camper irgendwann mal in Römel landen, haben wir uns gedacht, schauen wir uns das jetzt auch mal an. Und wie die Ursi gesagt hat, wir fahren daher und ich kann mit dem Camper auf den Sandstrand fahren. Da habe ich gesagt, das mache ich niemals, weil ich dann nicht mehr rauskomme. Aber das ist hier überhaupt kein Problem, der ist komplett festgewalzt. Ja, also und wie es hier aussieht. Ich habe noch nie so viele Camper und PKWs auf einem Strand gesehen. Das ist ja krass. Das ist echt krass. Das ist der Wahnsinn. Das einzig Schade ist, dass man hier nicht übernachten darf. Ja, ja, wer weiß warum. Ja, aber das wäre ja super. Ja, ist aber so, es bleiben wir mal ein paar Stunden da und dann suchen wir uns Übernachtungsplätzle. Aber jetzt schauen wir uns das erstmal so in Ruhe alles an. Hier lassen sie auch Drache steigen. Das sieht irgendwie ganz toll aus. Ja, irre. Ja. Was sagt ihr? Es ist genau die gleiche Nordsee, wie wo wir gerade heute Vormittag noch waren, an dem Leuchtturm. Außer, dass hier eventuell Ebbe ist. Wir fanden noch einen Parkplatz, versteckt hinter einem LKW, der hier abgestellt ist, suchten wir unser Nachtquartier und das war der letzte Akt unserer Dänemark-Reise. Wir melden uns allerdings nochmal mit einem Fazit, aber ansonsten bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns begleitet habt und melden uns bald wieder und die Dänemark-Reise ist damit zu Ende. Tschüss.